Und damit ein herzliches Hallo und willkommen zurück zu Okami HD. Ich bin Whitey und wir sind hier immer noch in... Oh Gott, wie hieß die Stadt? Saiyan? Ich weiß es nicht mehr so genau. Jedenfalls sind wir hier in der Stadt, wo dieser böse Nebel war. Und wir haben im letzten Part versucht, hier alle Kirschblütenbäume zum Blühen zu bringen. Und anscheinend bin ich etwas zu blind und zu blöd, um alle zu finden. Jedenfalls fehlen zwei Stück, so der Herr Blume. Und ich finde, wir laufen noch einmal kurz rum und schauen, ob wir die letzten zwei noch finden. So auf Anhieb. Wenn nicht, dann werden wir einfach weitergehen. Und zwar da oben. Da ist ja auch noch was. Da diese komische Insel-Dingsbums. Die will ich mir auf jeden Fall auch nochmal anschauen. So, hier waren die Kinder, die am Malen waren. Mit unserem unglaublich hübschen Design, was wir auf die Kimonos gebaut haben. Das ist jetzt hier überall an den Wänden, diese hässlichen Graffitis. Hilfe! Was ist hier? Was können wir da rein? Hallo? Haben Sie einen Kirschbaum versteckt, den ich zum Blick... Oh, holy shit, okay. Das ist ein Schreiner, glaube ich. Der macht hübsche Dinge. Ansehen. Das ist eine gut gefertigte Säge. Ich wette, es gibt keinen Baum, den sie nicht fällen kann. Darf ich die mitnehmen? Okay, wir können einfach mal die Kommode hier aufbröseln. Nom, nom, nom. Da sind Pfirsiche drinne. Das ist ja auch geil. Und Geld. Oh Gott, wir rauben den gerade aus. Finde ich nicht okay. Amaterasu Stab. Wir haben echt viel Geld, ne? So, gehen wir mal wieder raus. Weil hier ist nichts. Wir können eigentlich auch mal die Nacht zum Tag machen. Der Nacht zum Tag, Junge. Chill. Obwohl, es ist eigentlich sehr schön, oder? So, da ist nix. Dann tappern wir hier wieder rüber. Mit Highspeed durch die Nacht. Laufen, 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 laufen. Der schläft auch nicht. So, hier war... Guten Morgen. Hier war ein Baum, der verdorben ist. Ich komm echt nicht klar. Wo sind diese Kackbäume? Wir sind in der letzten Folge, sind wir hier 3 oder 4 Mal rumgelaufen. Wir waren sogar im Adelsviertel. Aber nirgendwo ist dieser Kackbaum. Nirgends. Jetzt habe ich mich schon wieder verlaufen. Oh, diese Stadt macht mich wahnsinnig. Ich kann mir irgendwie den Aufbau nie merken. Wer, wo, was jetzt was ist. Der Bär ist süß. So, ich gehe jetzt noch einmal zu Herrn Blume, oder wie der Typ heißt. Und dann gucken wir mal. Weil er sagte, glaube ich, ja, 2 Stück fehlen noch. Aber hier ist ja niemand mehr an Baum. Also Bäum. Blablabla. Ich bin sicher, der Gura-Tanz würde dir gefallen. Aber ich werde meinen Tanz erst dann vollführen, wenn die Bäume, die nicht mehr besessen sind, blühen. Nur noch 2 weitere. Wenn ich etwas Kraft von dem Baum, der blüht, leihen kann, dann kann ich die bösen Geister austreiben und die Bäume der Stadt erblühen lassen. Hat er einen Baum auf dem Kopf? Okay, ich will mal kurz was ausprobieren. Okay, Was? Bin sicher, bla bla bla. Das war einer, der gezählt hat? Nicht dein Ernst. Wo ist denn der letzte? Dann fehlt jetzt noch einer. Dann muss das ja irgendwie so ein komischer Krüppelbaum sein oder wie oder was? Ist das auch ein Baum? Aber der ist verdorben, oder? Ja, richtig, der ist verdorben. Ich gehe mal da rein. Und dann gucken wir mal, ob da vielleicht noch was ist. Obwohl, waren wir hier? Hier drinnen ist ein Baum!
Und ich kann wieder keine Kreise malen. Sehr gut. So ein Drecksarsch. So ein sehr netter Herr. Ich fluche nicht. Sowas tun wir nicht. Wir sind anständige Menschen. Wir sind ein anständiger Gott. War das der letzte? Endlich! Die Zeit ist gekommen. Auch wenn es nur wenige sind. Die Bäume, die blühen, verleihen mir ihre Kraft. Jetzt kann ich die bösen Geister mit meinem Tanz austreiben. Ich werde diese verfluchten Bäume mit rosa Blüten blühen lassen. Tut mir leid, dass du warten musstest, Hündlein. Jetzt soll der Gura-Tanz vollführt werden. Komm vorbei, wenn du mich tanzen sehen möchtest. Bist du bereit? Ich präsentiere den Gura-Tanz. Okay. Okay. Was passiert jetzt? Muss ich den jetzt zum Blühen bringen? Okay. Okay. Wo ist er? Haben wir verloren? Wie zum Teufel kommt man denn da so schnell rüber? Mein Tanz ist fehlgeschlagen. Ja, wo warst du denn? Ich muss eigentlich Fehler gemacht haben. Die Bäume sollten eigentlich in voller Blüte stehen, wenn ich den Gura-Tanz vollführe. Der Fluch der bösen Geister ist stärker, als ich gedacht habe, aber ich werde nicht den Glauben an den Gura-Tanz verlieren. Ich werde ihn so lange tanzen, bis ich Erfolg habe. Ups. Ach, jetzt steht er wieder da hinten. Die Bäume sollten eigentlich bla... Und die Bäume in der Stadt sollen wieder einmal in voller Blüte stehen. Diesmal werde ich dir zeigen, was sie sehen möchten. Komm vorbei, wenn du mich tanzen sehen möchtest. Bist du bereit? Der Gura-Tanz. Ich finde es nicht in Ordnung, dass der Opa so krass schnell ist. Und das war der Fehler. Okay, da hinten läuft er. Ich sehe ihn noch. Ist er hier lang? Da ist er. Ich habe ihn nicht aus den Augen verloren. Wir können es schaffen. Okay, er tanzt. So. Bitte mach das jetzt nicht nochmal mit diesen... Abkürzung. Ich bin nicht so gut da drin, in Abkürzung nehmen. Nicht so wie du, alter Mann. Okay. Diesmal habe ich es geschafft. Haha. Hahaha. Schöne Musik. Diese traditionelle japanische Musik ist sowieso so schön. Okay. Nein! Okay, jetzt habe ich ihn aus den Augen verloren. Hat sich einer gemerkt, wo die anderen Bäume sind? Nein, ich hab's verkackt. Da hinten ist er! Oh Gott, ich hab's noch geschafft. Bei den Göttern! Was ist mit dem Opa nicht in Ordnung? Opa! Okay, warte. Nein! Bei den Göttern.
Entschuldigung, ich bin jetzt gerade ein bisschen konzentriert hier. So, jetzt! Oh, wir haben es geschafft. Oh, bei den Göttern. Puh! Es hat geklappt. Es hat geklappt. Ich bin ein bisschen außer mich geraten. Um ehrlich zu sein, ich war mir gar nicht so sicher, ob ich diese bösen Geister vertreiben kann. Aber wenn ich daran dachte, wie glücklich die Menschen dieser Stadt sein würden, wusste ich, dass ich diese Bäume auf die eine oder andere Weise zum Blühen bringen muss. Mir ist egal, ob es mein Tanz oder die Macht der Götter war, die sie zum Blühen gebracht hat. Solange die Erholung unserer Kirschbäume die Menschen erfreut, habe ich keine Beschwerden. Oh, bei den Göttern. Das war schon ein bisschen sehr hart anstrengend. Aber jetzt blüht alles wieder. Jetzt können wir zu dem kranken Opa und seiner Tochter. Oh, gerade noch gerettet. Ich habe nur keine Ahnung mehr, wo die waren. Hier war der Weg zum Adelsviertel. Da drüben. Da lang. Da rüber. Da. Siehst du? Da. Ah! Und in die Tür rein. Pusch! Putz, Junge! Nee, war das richtig? Ja, das war richtig. Hey, Opa! Hey, Großväterchen! Großväterchen, wach auf! Oh, was soll ich nur tun? Es ist mein Vater, er hat schon wieder das Bewusstsein verloren. Aber wir haben doch jetzt... die Kirschblüten stehen in voller Blüte. Es ist ein perfekter Tag, um sie zu genießen. Geh nicht auf das Licht zu. Wenn du nicht aufwachst, dann werde ich dir ein paar Dinge... dir ein Ding verpassen. Oh. Ich habe das nur als Scherz gemacht. Huch. Wie kannst du das einem alten, kranken Mann antun? Warte. Oh, dieser Geruch. Kann ihm nicht widerstehen. Die Kirschblüten der Stadt Saiyan müssen in voller Blüte stehen. Zeit zu essen, zu trinken und glücklich zu sein. Was für ein glücklicher Tag. Oh, ja! Er ist weg? Was zur Hölle war denn das? Oh ja, das hatte ich ja beinahe vergessen. Mein Vater hat eine andere Krankheit, die nicht geheilt werden kann. Was? Mein Vater verehrt das Fest der Kirschblüten, aber er regt sich immer zu sehr auf und verletzt sich jedes Jahr am Rücken. Ich habe ihm verboten, wieder zu gehen, aber das Kirschblütenfieber hat wieder zugeschlagen. Dein Ernst? Er ist nicht krank. Wow. Wir haben das alles jetzt gemacht, nur weil... Wow. Da steht er und tanzt. Hurra, juhu, Zeit zu essen, zu trinken und glücklich zu sein. Was für ein glücklicher Tag. Hey Hündchen, Lust auf ein Tänzchen? Großväterchen, solltest du es nicht etwas ruhiger angehen lassen? Du warst doch praktisch tot. Wow. So, jetzt haben wir das hingekriegt, geschafft. Tun. Jetzt einmal kurz Revue passieren lassen, was passiert ist. Wir hatten den Kaiser, beziehungsweise die Stadt, hatten wir vor dem Nebel gerettet. Und da war doch dieses Mädchen. Ich hab... Kaguya? Kaguya? Ich hab ihren Namen schon wieder vergessen, es tut mir leid. Sie war doch die Nichte des Bambustypen. Aus der... Hehehe. Dings. Wartet, mir fällt's wieder ein. Wir zoomen raus. Und wir haben immer noch den Kackwasserdrachen. Da. Nein. Da siehst du. Da das Eingekreiste, was so blinkt. Ich zeig hier im Real Life drauf, aber das bringt euch überhaupt nichts. Ich weiß nicht, was das, wie die Stadt da hieß. Aber da gehen wir mal hin. Weil ich glaube, jetzt hier in der Stadt haben wir eigentlich nichts mehr zu tun. Bei den Wasserdrachen, den kriegen wir halt noch nicht kaputt und da kriegen wir auch noch absolut keine Info irgendwie drüber. Obwohl halt jeder sagt so, ja, der Wasserdrache ist voll böse. So, wir gehen raus. Oh, da sind böse Boys. Ich weiß gar nicht mehr.
Da waren wir schon. Da ist ein Dojo, ist das, glaube ich. Der hat uns den Doppelsprung beigebracht. So, dann. Hier ist ein Verkäufer. Gehen wir da mal hoch. Lauf, 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 lauf. Genau, hier war ja der Tempel oder so mit der Glocke, den wir gereinigt hatten. Hi. Du kannst nicht im Meer schwimmen, Hündchen. Es ist zu gefährlich. Der Wasserdrache wartet da mit einem offenen Maul. Ich kann ja verstehen, dass du Schätze willst, aber riskier dafür doch nicht dein Leben. Du hast recht. Ich find sowieso, der Ozean oder das Meer ist sehr, sehr gruselig. Also wirklich gruselig. Auch wenn da jetzt nichts Riesiges drin ist, was einen wirklich schaden könnte, außer halt vielleicht größere Haie. Oh. Kann ich die füttern? Hab ich? Samen? Fisch. Nee, die wollen Fleisch haben. Habe ich nur leider nicht. Aber halt, selbst wenn da halt nichts großartig Bösartiges im Ozean drin ist, ich finde es unglaublich gruselig, wenn man halt nicht wirklich weit schauen kann. Das ist so, ugh. Einfach so, ugh. Einer der Gründe, warum ich das Spiel Subnautica nicht zocken kann. Weil da spielt man halt einen Taucher oder ein außerirdisches Lebewesen, was auf einen Planeten voller Wasser halt runtergeknallt ist und dann da halt rumschwimmt. Und das ist so unglaublich gruselig, ich kann das nicht. So, dann gehen wir hier jetzt rüber. Das war eben die große Brücke, wo wir den Pfeil angezündet hatten. Ich erinnere mich dunkel. Das ist ja auch schon wieder Monate her, dass wir das getan haben. Guck mal, da können wir was machen. War hier nicht was? Was irgendwie? Kann ich das aufbuddeln? Ja, kann ich. Ach, war das nicht dieses. Nee, war es nicht. Ich gehe da mal kurz rein. Ich weiß nicht, was da. War da was? Hatten wir da was? Oh. Nee. Hier waren wir auf jeden Fall noch nicht. Äffchen, okay. Und Bäume. Die wir natürlich wieder einmal zum Blühen bringen, weil, die Affen freuen sich. Oder haben sie Angst? Nee, ich glaube, die freuen sich. Hier war noch ein Baum, genau. Oh, ich kann keine Kreise heute zeichnen, es tut mir leid. Ja, sie freuen sich. Füttern, habe ich Futter. Ja! Ach, wie schön. Hatten wir Äffchen schon mal? Ich glaube nicht, oder? Ja, boah, 48 Glück habt das gebracht. Okay, es sind ja auch 10 Millionen Äffchen hier. Die sich alle freuen. So, jetzt buddeln wir einmal hier kurz das Kleeblatt aus. Genau so. Aufnehmen. Entschuldigung. Oh mein Gott, ich kann einen Affen tragen. Oh. Okay, wo sind wir hier? Molis Schatzkammer. Wer ist Moli? Göttliches Amulett. Amulett mit dem alten, mit dem Atem der Götter erhöht die Göttlichkeit auf Max. Eine verstreute Perle, okay. Und Kristalle. Wir haben schon so viel Klumpatsch. So, hier haben wir noch ein Kleeblatt. Sehr gut. Hier können wir, glaube ich, auch noch mal buddeln, genau.
Miau. Sehr gut. Hier ist es schön. Hier ist es voll angenehm. Kann man nach oben? Nee, hier ist nichts. Es ist einfach nur eine kleine süße Höhle. Und hüpf! Achso, ich habe gedacht, die springt jetzt nach oben und wird nicht teleportiert. Das wäre cool gewesen, wenn sie einfach so mit so einem super Sprung nach oben ballert. So, njau. So, dann waren wir jetzt hier drin. Ich habe immer noch keine Ahnung, wie die... Oh Gott, Ponys! Ponys! Ich will euch füttern. Ja, Ponys! Aber das hatten wir uns schon angeschaut. Wir hatten schon Ponys gefüttert, ich weiß das. Ponys sind toll! So. Oh. Hier erstmal über den Zaun fallen. Da war... Oh Gott! Sasa-Zuflucht. Ich glaube, das war das, oder? So, wir kommen da durch, weil wir haben die göttliche Kraft des Göttlichen. Hm, keine Ahnung. Die Sasa-Zuflucht war doch das kleine Dörfchen, was völlig vernebelt war, oder? Nee! Das war das Badehaus! Oh, es war das Badehaus! Mit den Vögelchen! Oh mein Gott, das war das mit den Vögelchen. Ja! Oh, ich liebe diese kleinen Spatzen. Aber ich... Bin ich denn richtig? Ja, ich bin richtig. Wie zum Teufel bin ich hier richtig? Oh, es wird dunkel. Auf jeden Fall ertrinken wir nicht, wenn wir hier schwimmen. Erstmal eine schöne heiße Quelle nehmen. Oh, ich finde das so süß, wenn sie sich schüttelt. Ich finde das toll. So, bin ich halt richtig? Ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich habe absolut keine Map-Awareness. Absolut null. Klar, wir waren hier schon. Ich erinnere mich. Was ist so schön hier? Wir gucken noch mal kurz auf die Karte. Ja, wir sind richtig. Da hinten sind Menschen. Das sind die beiden. Okay. Ich würde sagen, wir schauen uns das im nächsten Part an. Oh, guck mal, da schlafen Tiger. Katzen! Kätzchen! Wir schauen uns das im nächsten Part an, was uns die beiden Hübsches zu erzählen haben und ob wir irgendwie in Richtung Wasserdrache jetzt weitermachen oder ob wir jetzt einen neuen Geschichtsstrang anfangen. Aber wie gesagt, das werden wir uns im nächsten Part anschauen. Ganz in Ruhe, ganz entspannt. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen hier bei Okami HD. Wir sehen uns im nächsten Part. Bis dahin. Tschüss.